liebe Leute, Rennen Nummer 16 steht jetzt an. Herzlich willkommen aus Singapur. Das ist das Rennen auf asiatischem Boden und ja, bin mal gespannt, wie dieses Wochenende läuft. Und mal zu den letzten Vorkommnissen auf meinem Kanal, beziehungsweise den letzten Kommentare. Ja, ich kann Kritik verstehen, natürlich, klar. Warum ich ausgerechnet am letzten Wochenende wieder so stark dabei war und vorne wegfahren konnte, liegt einfach ein bisschen an der Strecke. Mir liegt zum Beispiel so Strecken wie Italien, Ungarn und. Man kann da ein bisschen besser als jetzt hier zum Beispiel in Singapur oder diverse andere Strecken. Gut, ich weiß nicht, Niederlande, Baku, das waren einfach Strecken, die mir einfach wirklich, wo das Wochenende einfach perfekt war, wo es einfach gepasst hat. Das hat überhaupt nichts mit Hate zu tun oder sonst irgendwas. Ja, das nur mal so dazu einfach. Sind halt einige Leute da ziemlich viral gegangen auf einmal oder ziemlich laut geworden auf meinem Kanal. Na gut, okay, gehen wir mal rein. So viel zum Thema dazu. Mal kurz eine kleine Anmerkung und ja, bin mal gespannt, wie es hier in Singapur wird, ob wir hier wieder wichtige Punkte mitnehmen können oder nicht. Geändert überhaupt nichts. Schauen wir mal. So, irgendwas ist da eingebaut. Lager, Marketing. So. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Genau, nächstes Rennwochenende rein damit. Wir brauchen keine Aktivitäten, sondern haben ja ein bisschen was. Und gehen jetzt rein ins Rennwochenende hier in Singapur. Bin mal gespannt, wie es wird. Das Wetter wird vor allen Dingen, ob es trocken wird oder nass wird. Mal gucken. Ich hoffe zumindest auf ein trockenes Rennen. Das wäre erstmal das Wichtige, weil dann hätten wir eine Chance. Also der Samstag kann man komplett durch, Freitag kann man zum Beispiel komplett durchregeln. Aber idealfall wäre es halt Samstag, Sonntag trocken. Weil sonst wird es ein bisschen chaotischer werden und sonst wird es schwierig werden, hier heute irgendwie was oder dieses Wochenende überhaupt irgendwas mitzunehmen. So. Ja, wer nicht mitbekommen hat, Streams werden jetzt ein bisschen verschoben. Ich werde nicht mehr Dienstag streamen, sondern nur noch jetzt donnerstags und sonntags, das ist klar. Und donnerstags, sonntags auf meinem unser Liga-Kanal mit Maximum Speed Formula One League. Oh, das bleibt sogar. Ja, doch, das Training. 2 und 3 werden vernass, aber danach wird's trocken. Das ist immer gut. So, also, wie gesagt, sonntags auf meinem Kanal, unserem Liga-Kanal. Mein Gott, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen guten Morgen, liebe Leute. Wir haben 10 Uhr morgens und ich mach das so. Ja, ich denke, wir bleiben eh so, wie es aussieht. Also, ein bisschen cool, sparen wir das Geld. Ihr habt jetzt erstmal abwarten und dann einmal in der nächsten Saison angreifen. So wie das ist. Okay, kurz rein. Qualifying trocken, Rennen trocken. Sehr, sehr gut. Hier in Singapur. Die Strecke ist eh schon schlimm genug. Ja, schwer genug, sagen wir es mal so. So. Okay. Okay. Ja, kurz dazu, und halt der Donnerstag wird jetzt mein neuer Streaming Day auf meinem Kanal, auf diesem Kanal hier. Hat der ja gestern wahrscheinlich bekommen, erste Rennen aus Bahrain. Ich kann es jetzt noch nicht sagen, weil ich genau am Renntag jetzt schon wieder aufnehme. Ich nehme immer Donnerstag hier das Defense Let's Play auf. Nur dazu, ja. Gut, okay. Dann machen wir mal uns durch. Haben wir also alles in Ordnung. Alle Einheiten passen. Wir sollten irgendwann mal wieder. Ja, ich warte erstmal die Trainingszeiten ab. Und wenn das natürlich absolute Katastrophe wird, das ist für den nur das erste freie Training wirklich interessant werden. Weil wir dann ungefähr die Strategie arbeiten müssen, weil sonst die beiden anderen Trainings sind nass. Und dann schauen wir mal, ob wir dann sagen, wir wechseln nochmal ein bisschen durch. Wir haben ja dann noch 17, 18, 19, 20, 18. Also machen wir 6 Rennen. Ich glaube, das letzte Mal, wo wir durchgetauscht haben, war, glaube ich, in Großbritannien. Also ist auch noch ein bisschen was her. Ja, passt so. Und nächste Woche ist dann Russland. Da sieht das wieder ein bisschen. Da kann man nämlich dann ins Finale gehen. Gut, egal. Wie dem auch sei, gehen wir rein ins erste freie Training hier in Singapur. So, das nehme ich mal schon Wasser. Und dann kann man auf die Strecke. Das ist Marina Bay. So.
I'll probably mention the new parts that have come in from the factory. Well, they're all fitted and good to go. I hope they do the trick. So, da müssen wir nämlich jetzt müssen wir was gucken. Ich gehe mal auf das Trockensetter. Ich habe ja alle Setups drin. Trocken, sehr gut. Und dann fahren wir Soft, weil wir brauchen ja ungefähr eine Vergleichszeit. So, gucken wir mal, wie dieses Wochenende wird, ob es ein erfolgreiches wird oder eher nicht. Wir schauen einfach mal und fahren einfach mal ein bisschen. Ich erwarte, dass wir hier nicht viel holen, weil Singapur ist so eine Strecke wieder, die mir dann in dem Fall nicht liegt. Aber gucken wir einfach mal. Wir nehmen einfach mit, wie es geht und ja, probieren wir es. Was? Also, Verwarnung, ich muss aufpassen, ja. Schon erste Verwarnung, die drei gedrückt bekommen. Wegen dem Ausfahren aus der Box. Das Auto für die neue Saison ist sogar schon fertig. Also die Lackierung steht schon. Ich muss eigentlich dann nur noch unterschreiben. Das machen wir dann aber ab der. Nach dem letzten Saison, beziehungsweise vor dem ersten Saisonrennen eine Woche später. Das sind ja jetzt nur noch 7 Wochen, also das ist die 17. Woche. Ob es jetzt in Zukunft weiter so viele Projekte am Tag gibt, weiß ich noch nie, weil es jetzt irgendwann zu zweit wieder Richtung kann sein, dass es jetzt bald wieder Richtung Arbeitswoche gibt. Ihr habt ja wahrscheinlich ein bisschen mitbekommen, dass das Thema Lockdown gekippt wurde über Ostern. Und ich hätte am 1. oder habe am 1. April meine Fahrprüfung. Und also ich mache ja meinen Busführerschein für die Leute, die mich nicht kennen. Und habe dann auch schon einen Anschlussjob. Wenn ich den natürlich habe, dann kann ich auch direkt anfangen zu arbeiten. Und dann wird das wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden, diesen Projekt wieder hochzuhalten. So extrem hochzuhalten. Vor allem, weil ich danach knapp 2 Wochen später schon wieder eine Zahn-OP habe. Und ja, einfach nur mal dazu. Das kann sein, dass da das ein oder andere Projekt mal ein bisschen hinten anstehen muss. Das könnte Assassin's Creed sein. Einfach müssen wir mal gucken, was die Zeiten bringen. Was die Zukunft bringt. So, okay, gehen wir rein. Let's go. Outlap. Gib ihm. Gucken wir mal, wie es läuft. Die Sonne steht aber auch nicht ganz ohne. Hier in den ersten 2-3 Kurven. Ja, Italien, da bin ich auch ziemlich happy, dass wir das Ding letzte Woche gewonnen haben. Aber wie gesagt, das wird hier wahrscheinlich schwierig werden. Aber gucken wir einfach mal, wie gesagt, das kann ja auch sein, dass es hier die Überraschung gibt. Weil Marcus hat schon mal Pole geholt. Da bin ich niemals gerechnet. Und warum soll das hier nicht auch gelingen können? Oder hier auch Niederlande zum Beispiel. Auch das ist auch so eine Strecke, wo ich denke mir, naja. Okay, wir nehmen uns einfach mal mit, wie es ist jetzt und wieder fahren wollen. Wir versuchen so viele Punkte wie möglich mitzunehmen im Hinblick auf die Konstrukteurswärme. Ich würde ja gerne wenigstens Platz 3 holen. Und dann müssen wir mal schauen, wie nächste Saison unser Team. Dann brauchen wir nächste Saison noch einen neuen Teamkollegen. Also wahrscheinlich noch einen Teamkollegen, deswegen speichern wir die Kohle jetzt gerade. Weil ich gerne noch einen Top-Fahrer hätte an meiner Seite, um wirklich vorne angreifen zu können. Ah, scheiße. Mind that front wing. It'll need replacing if it takes too much damage. Und damit ist die schnelle Runde auch am Arsch. Damit kann man direkt in die Box. Scheiße. Ich war wirklich auf einer guten Runde, relativ guten Runde dabei. Müssen wir nochmal rein, mal einen neuen Satz Reifen holen oder versuchen nochmal anzugreifen.
car repairs have set us back a little. So, dann gehen wir nochmal ran an die. Müssen wir nochmal rein. Jetzt müssen wir diese 30 Sekunden hier warten, um etwa bei der Reparaturzeit. It's tempting to focus entirely on the race, but we should put a bit of time aside to run the qualifying sim program. Try to run it before the end of FP3 if you can. So, dann gehen wir nochmal raus auf die Strecke. Versuchen wir es nochmal. Everyone ready? Ja, da habe ich mich Auto gleich verloren und dann hat es die Wand erwischt. Ja, da wird es halt weniger Versuche geben, nicht auf dieser Strecke. So, die Frage ist, wo ist denn die Linie jetzt hin? Wir müssen hier runter. Boah, die siehst du ja überhaupt nicht. Gerade wenn die Sonne da drauf steht, ist die ja extrem schwer zu sehen. Also, sorry. Das weiß ich nicht. Aber gut, dafür ist das Training ja da. Sollten wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht so viele Strafen holen. So, erste schnelle Runde Sebastian Vettel, der Singapur-Experte, 1:42.9. Ja, mal gucken, ob wir da rankommen, ob wir die Zeit packen können. Vor uns ist einer der beiden Red Bull, das Auto, was ich gerade für mich heute Abend pilotieren werde. Naja, mal gucken, wie gesagt. Da muss ich auch ein bisschen aufpassen, nicht dass das. Wie weit ist das? Kann in Singapur nämlich auch sehr, sehr schnell passieren. Mal hin. So, der ist funktioniert, Gott sei Dank, alles. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Wir müssen aufpassen jetzt gerade, nicht irgendwie nochmal die Wand. Der Red Bull da vorne mit der Matte extrem langsam. Oder wir können das Tempo noch mitgehen und wenn wir das Tempo mitgehen können, können wir auch ein gutes Ergebnis vielleicht rausholen. Aber gucken wir einfach mal, wie das. Scheiße, da war wieder eine leichte Berührung an der Wand und zwar, die hatte ich auch, habe ich auch gespürt. Ja, Bestzeit, das ist aber jetzt Albon. Vor uns. Ja, der macht langsam, scheiße. Der wird natürlich jetzt ein bisschen Position kosten, momentan 5 platzierter Alexander Albon. Aber das ist ja auf der schnellen Runde. Wenn der auf der schnellen Runde ist, ja super, dann könnte man nämlich. Dann kann man nicht das Tempo mitgehen. Aber das hilft mir jetzt natürlich nicht. Ja gut, der fährt auf hart, ne? Das kann auch ein Grund sein, warum der ist ein bisschen länger. Ne, der ist auf der schnellen. Ah, da war das Auto. Deshalb wird jetzt beide Zeit gekostet haben. Ich weiß gar nicht, ob ich da nicht dran gekommen bin. Gefühlt war es tatsächlich eine kleine. Leichte wegrutschen jedes Mal. Wenn du da schön über die Kürbsräuber ist, dann haut sie das Auto weg. So wie die Zeiten jetzt gleich werden. Gefühlt hat es gekostet. Ich glaube auch nicht, dass wir vorne die Bestzeit fahren. Platz 3 zwischen Stroll und Magnussen. Ja, ich habe schon fast geahnt, dass es ein bisschen schwierig wird.
Fahrer vor mir. Magnussen is ahead of you. Okay, gap ahead is 25.5 seconds. Their best lap time is a 1 minute 42.9. 42.9. Ja gut, das sind nur 6, ne? Fast erwartet. Das war da nicht rankommen, die Witze. Aber das ist Magnussen vom Stroll liegt auf der gleichen Reifen. Ja, vergiss es. Und da fehlen noch die Spitzenpiloten, die Mercedes, auf jeden Fall Bottas, Hamilton, da fehlt noch ein beiden Red Bull, also so der eine, der kommt gerade. Aber ein Verstappen und so fehlen, um da reinzukommen. Und da gibt es hier eine frostige Überraschung, natürlich ein Magnus auf der 2 wäre so eine Überraschung, aber die Zeit geht gerade ein bisschen runter. Also die hatten ja das Duell mit Albon, das hat uns auch übel Zeit gekostet, mal gucken, ob es funktioniert. Aber unsere Zeit immer ein bisschen verbessern können. 06 müssen wir uns verbessern, damit wir die Chance haben, in die Spitze reinzufahren. Die sind so ziemlich zeitgleich. Vettel und Stroll 1:42.9. Momentan sind wir sogar auf Kurs. Kann man so mitnehmen noch die Runde. Jawohl, Bestzeit. 1:42.8. Das ist jetzt gerade unsere beste Runde. So, da fährt jetzt ein Auto raus. Das ist Carlos Sainz, der natürlich jetzt ein bisschen ja, an ungünstigen Situationen, ungünstigen Punkten im Wege stehen wird. Wahrscheinlich zumindest. Es sei denn, er nimmt natürlich frühzeitig das Gas raus, den kriege ich noch. Jawohl, Science Stop. Ich bin nicht in der Kurve im Weg. Ich kann den Windschatten ein bisschen mitnehmen und so meine Zeit noch mal ein bisschen. Ja, wir fahren jetzt die Fahrstoff zu Ende, die Runde, dann gehe ich in die Box. Weil die nächsten beiden Sessions werden es eh komplett verregnet. Ja, Zeit verloren. We're thinking it might be a good idea to run fuel mix 1 for this session. We'll save some engine mileage that way. Box this lap, please. Box this lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. So, dann nehmen wir mal den Zeitzähler vorbei. Dann breche ich die Runde sogar ab. Wenn die Runde jetzt schnell genug gewesen wäre, wäre ich sie jetzt nicht abgebrochen. Aber dadurch, dass die Runde eh kaputt ist und die Reifen auch durch sind, gehe ich jetzt in die Box und mache hier Feierabend für heute. Ich glaube nicht, dass wir für ganz vorne dabei sind. Ich denke mal spätestens, wenn die Top-Teams kommen. Weil ich denke, also wollen Magnussen, Vettel und Magnussen in der Form momentan haben wir wahrscheinlich, werden wahrscheinlich keinen Stich haben gegen ihn. Gegen den Bottas oder gegen den Hamilton. Wobei die Bottas gute Punkte abgenommen haben mit Italien. Er ist nämlich auch nur Dritter geworden in dem Rennen. Wir haben ja 11 Punkte jetzt aufgeholt. Wie gesagt, das wird natürlich nicht reichen. Das ist, glaube ich, über 150 Punkte nach oben. Also da müsste man wirklich alles gewinnen jetzt nur noch. Und Bottas eigentlich Nullnummern fahren. Das Thema Weltmeisterschaft ist eigentlich weg. Da müssen wir nächste Saison angreifen. Naja, mal gucken. Wie dem auch sei. Sainz, Ricciardo, ja. Ich sag ja, die vorne, die Spitzen, die fahren natürlich alle da rein. Also das wird ein Rennen werden, wo wir nicht viel zu holen haben. 1,5 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Wir sind Achter momentan. Oh, jetzt rutschen wir aber ganz raus da jetzt. Ganz da hinten durch. Wir sind momentan auch nur auf 11, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Also, ja, ich denke mal, von bitte Spitzenplätze werden wir nichts holen. Das ist, ich sag ja, das ist wieder so eine Strecke, wo mir nicht liegt.
Italien war da ein bisschen besser. Mal gucken, wie es nächste Woche in Russland wird. Aber wir fahren jetzt erstmal so weit wie möglich das Training erfolgreich nach Hause. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Bottas, Hamilton und Carlos Sainz. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Ja gut, wir hätten einen Max Verstappen hinter uns und einen Alexander Albon, also die Red Bull hätten wir hinter uns, aber das ist auch nur eine Momentaufnahme. Ich denke, selbst wenn die Zeiten da irgendwie alle auf gleich sind, dann, ja. Naja, wird wahrscheinlich machbar sein. Mal gucken, wie es läuft. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Naja. Derzeit wird viel über dieses Team geredet. Was denken Sie darüber? Sie sind ein paar Mal an der Mauer entlang geschrammt. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip? Ja, da war bestimmt nicht genug Abtrieb. Klasse, das war dann alles. Ja, wir sind echt so zwei, drei Mal, also einmal wirklich der Flügelschaden und einmal haben wir nochmal einen Cut. Naja, alles gut. So, jetzt haben wir die beiden langen Sessions mit dem Regen. So, dann gehen wir jetzt rein. Ja, ich denke mal, wir sparen jetzt die Kohle, wenn wir gucken, dass wir vielleicht in der nächsten Saison nochmal noch einen neuen Fahrer verpflichten, einen guten. Ich hätte ja gerne so einen Perez oder sowas in die Richtung, Ricciardo, Sainz, das wären so Kandidaten, die ich mir gerne erholen würde, aber müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie auch finanziell hinkriegen. Moment, bin sofort da. When you get a chance, make sure to run some of our practice programs. They don't all need to be done in one session, but there's valuable data there to help race strategy and car development. So, kurz noch was schnell erledigen, jetzt geht's weiter. Und jetzt soll es auf jeden Fall ein bisschen regnen. Die Frage ist, wie wird das Wetter werden? Wohl. Doch, warte, wir können es anders probieren. Ich würde mal das. Suggests the rain is going to be lightening up over the next 10 to 15 minutes or so. You should start finding more grip as we clear the standing water. Die Frage ist, bleibt es komplett trocken? Bleibt es komplett so nass? Ich muss gerade gucken, Singapur, hier haben wir es. Track is quiet right now. Let's get out on track while it's clear. Die Frage ist, wird das Wetter so bleiben? Ja, es wird so bleiben. Ich gehe jetzt erstmal auf das runter bis zu den letzten 16 Minuten, weil wir dann wissen ungefähr, wo die Zeiten sind. Ja, es bleibt halt ganz nass. Aber wenn ich dann auf Inters fahren könnte.
So, dann gehen wir nämlich auf die Strecke auf Intas. Jetzt kurz gucken. Was denn? Hä? Ist jetzt blöd? Reifenmanagement, hier. Ne, auch nicht. Hä? Bin ich jetzt blöd? Ah, hier, Reifenauswahl. Ach, mein Gott. Da fahren wir jetzt auf die Strecke. So, gehen wir mal raus. Back on track. Wir sind natürlich 22er. Klar, ohne Zeit ist das ganz schwierig. Also, letztes Training machen wir gerade mal Platz 11. Vielleicht haben wir noch eine kleine Chance, was mitzunehmen. Ja, der McLaren, das ist Science Sitter. Und der hat natürlich jetzt ein bisschen Druck gemacht. Da muss ich jetzt aufpassen, weil da habe ich gerade ein bisschen Querstehung gehabt. Science ist mal durchlassen. Der momentan auf 2 liegt. Ja, gutes Ergebnis bisher. Für ihn zumindest. Also, für uns gerade eher weniger. Platz 20 und 19 und 22 ist ja nicht so gut. Vor uns sitzt er dann wahrscheinlich. Die Frage wäre nicht vor uns. Fahrer vor mir. Perez is ahead of you. Perez. Okay, der ist jetzt, der hat jetzt gerade die schnelle Runde gefahren. Dann war der auch ohne Fahr- oder ohne Dings. Aber baut jetzt mal eben kurz die Bestzeit hin. Ich habe jetzt aber nicht drauf geachtet, wer es war. Also, wer sie gefahren oder wie hoch sie war oder was da gefahren hat. Ja, muss natürlich ein bisschen aufpassen jetzt hier, dass. Frage ist, können wir eine schnelle Runde fahren? Oder können wir eine halbwegs schnelle Runde liefern? Einfach wird es definitiv nicht, das ist klar. Nächste Test ist ja auch wieder so krass verregnet. So, gehen wir mal ein bisschen Gas, haben wir mal auf die Strecke. 32,6 ist die momentane Session-Zeit, die uns angezeigt wird, die wir schlagen müssen, um Latifi zumindest zu packen. Aber einfach wird es definitiv nicht. Sainz ist in die Box, wir haben freie Bahn. Ja, es war schwierig, wird schwierig gerade. Guck mal, was die Zwischenzeit nun. So, besser, also Latifi hätten wir zumindest mal eine halbe Sekunde abgehängt. So, nächste Zwischenzeit, 21,2, ebenfalls Latifi. Wir haben noch ca. 6 Minütchen hier in diesem dieser Trainingssession. In diesem zweiten freien Training hier an diesem Freitagnachmittag aus Singapur. Schön, dass ihr jetzt mit dabei seid. So, 1,2 Sekunden. Die Frage ist, was bringt es? Was wird es am Ende? 1,2 Sekunden könnte verdammt viel wäre uns für die Spitze reicht, weiß ich nicht. Aber vielleicht reicht es ja doch noch irgendwie mit ein paar Pünktchen, die wir mitnehmen können. Die Williams wollen wir ja abhängen, das ist klar. Jetzt wissen wir es gleich, wie es ausgeht. Oder wie es aussieht. Ein bisschen aufpassen hier, nicht über zu sehr über die Curbs räubern, weil das kann auch durchaus mal an der Wand enden. Das haben wir ja schon gespürt im ersten Training.
Und am Ende ist es dann, ne? Best lap of the session, just P17. Platz 17 ist es dann nur am Ende. Da hatte ich aber mega viel nochmal eingebüßt in dem letzten Abschnitt. Weil der Abstand immer nicht zwischendurch auf 1,2 Sekunden angewachsen und das wäre ein guter Sprung gewesen, aber so hängen wir momentan zwischen Russell und Ocon. We have 2 laps of fuel remaining. Vier Minuten noch. So, jetzt ihre Bestzeit. Max Verstappen 58er. Da haben wir 4 Sekunden dahinter. Also mal gucken, wie weit es jetzt da vorne spült noch. Jetzt sogar Platz 18. Da hat sich doch einer von... Das könnte Mink gewesen sein von der Zeit her. Come in this lap, please. Box this lap. Ja klar, die Zeiten werden natürlich ein bisschen besser werden alle. Deswegen nehmen wir sie jetzt gerade mal mit eben. Wir haben jetzt wieder Platz 17 geholt, also wir haben uns jetzt einen guten Schritt nach vorne, aber ich fahre jetzt auch durch zum Ende. Weil jetzt gerade die Zeiten richtig purzeln. Zwischendurch waren wir mal wieder auf 20 zurück. So, ich habe nochmal eine neue Bestzeit, Max Verstappen. Wir sind jetzt bei 2 Minuten 1,5. Und versuchen jetzt nochmal richtig reinzudrücken. ETA on this rain clearing up is about 10 minutes, so just keep your concentration out there. Naja, ich spreche da noch ab. Also ich fahre die Runde jetzt noch zu Ende. Och, Spiel, nein, ernsthaft. Ja, dann fahre ich in die Box. Dann sind wir halt letzter. Scheiße, die Zeit wäre nämlich immer ein ordentlicher Schuh besser geworden. Wenn man nämlich irgendwo bei 2 Minuten irgendwas gewesen. Vielleicht auch bei 1,59. Damit war's das in Singapur hier im zweiten Renntraining. Platz 17 ist zumindest mindestens der Platz. Intermediate tires are your best bet in the current conditions.
58,3, ja, da wären wir ein bisschen reingerutscht in die Zeit. Also ist es nicht Mick, sondern Ocon gewesen, der da richtig reingeklatscht hat oder reingehauen hat. Und jetzt müssen wir gucken, wie es am Ende rauskommt. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Verstappen, Albon und Esteban Ocon. Ocon. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Ja, der Sprung wäre ein bisschen besser gewesen. Da hätten wir gut und gerne vielleicht sogar Platz 11, 12 nochmal holen können. Also zumindest ist es Platz 18 am Ende. Weil einfach der Sprit nicht mehr gereicht hat. Schade, wäre vielleicht möglich gewesen, da nochmal reinzuhüpfen. Jo, dann sind wir durch mit dem zweiten freien Training und jetzt geht's direkt weiter mit dem dritten freien Training. Also wie gesagt, die Trainings werden ja immer in einem Rutsch bei mir rausgehauen. Mal gucken, wie es dann jetzt im nassen dritten Teil geht. So, gehen wir rein ins dritte freie Training hier. Dann haben wir morgen noch das Qualifying und am Sonntag das Rennen und dann wissen wir zumindest, wo wir stehen. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, dritte freie Training fahren. Und auch hier wird es wieder ein bisschen nass werden. So, gucken wir als erstes mal aufs Wetter, ob es dann immer zwischendurch mal eine trockene Variante gibt. Ob wir da ein bisschen vorsimulieren müssen. Wollen, können, dürfen. Ja, nach 15 Minuten immer noch Regen. Nach 20 Minuten immer noch Regen. Es sieht wohl so aus, als würde es durchregnen. Ja. Schade. Okay, dann hatte ich das Remember, we have a number of practice programs to run. It'll be very beneficial for the team if we do these. This is the only session remaining to do them, so let's get on that pronto. Ja, ich nehme mal gerade ein bisschen mehr Sprit mit an Bord. So viel wird es nicht werden, aber gerade was jetzt bis jetzt die Strecke betrifft, dann nehmen wir mal ein bisschen was mit. All clear the garage, please. Car ready to leave. So, dann gehen wir rein ins dritte, in den dritten Abschnitt. Weil da. Oh. Die Spritmenge hat uns ja tatsächlich so ein bisschen das dritte freie Training gekostet, aber das war mein eigenes Fehler. Eigentlich Management, das der Fehler war, wo das wir nicht genug mitgenommen haben. Weil die Zeit wäre gut gewesen, sonst wären wir vielleicht ein bisschen mehr im Mittelfeld gewesen und nicht nur auf Platz 18. Also, die Trainings sind, wie gesagt, alles andere als gut. Platz 12 und 18 oder 11 und 18 waren es. Mal gucken, was am Ende rauskommt. Mal gucken, was am Ende rauskommt. Ich fahre ja hier mit einem trockenen Setup. Ich fahre ja hier nur mit einem leichtes modifiziertes Setup. Ich habe ein bisschen mehr Frontflügel geholt. 9,9 war ich jetzt. Ich war normalerweise 7,9. Naja, mal schauen, wie gesagt, wie es wird. Ja, heute auf dieser Strecke. Gleich ein bisschen Gas, also wieder so zwei, drei Ründchen, schaffen wir ja meistens. So, ich kann ja schon mal Fett hochstellen, damit ich ein bisschen mehr Gas, damit ich gleich nur einfach den hier machen muss, auf X drücken und dann
geht's ja direkt los. Das kann man nämlich jetzt schon mal machen. Schon mal ein bisschen den Schwung durch die letzten zwei Kurven, wie man in der alten Runde mit war. Soweit es möglich ist, mit voller Power durchgehen. Es bleibt zum Gott sei Dank ist es der letzte Regenschauer hier heute, dieses Rennwochenende. Normalerweise fährst du ja dann... beziehungsweise die anderen beiden Einheiten, also quasi morgen das Qualifying und am Sonntag was drin. Bleiben wir Gott sei Dank trocken. Das haben wir gehabt als 58 irgendwas, ne? So, erster Sektor Westside, aber ist ja auch kein Kunststück, wenn man das erste einzige Auto auf der Strecke sind momentan. Zumindest ist ja ein einzige gezeitete. Das erste gezeitete, so ist es richtig. Also das einzige, das weiß ich nicht. So, zweiter Sektor jedenfalls. So, erste schnellste Runde kommt übrigens von Dominic Quier in 2 Minuten und 6. Na, mal gucken, ob wir daran kommen, die Zeiten vom Alpha Tauri Pilot. Quia wäre auch so ein Kandidat, wo ich sagen könnte, dann könnte man sich verpflichten, aber ja, mal gucken, was am Ende finanziell passt. Ich spare jetzt die Kohle für die neue Saison, für den Rest der Saison. Gerade auch was die Entwicklung betrifft. Und da sind wir nicht dran gekommen, an die Zeit. 2 Minuten, 2 haben wir mal gefahren. 1,3 Sekunden hinter der Russen. Ja, wie gesagt, mal gucken, was am Ende finanziell rauskommen kann. Sache, es ist so eine Strecke, die mir persönlich nicht liegt. Da war Italien deutlich besser. The rain looks like it's going to be getting much lighter over the next 10 to 15 minutes. There should be more grip, but don't expect a dry track. Na, es wird aber kein trockenes Rennen gehen, trockene Runde gehen. Nächste Bestzeit hat 2 Minuten, jedenfalls 2 Minuten und 6,30. Das ist der Lando Norris, der jetzt nochmal der da knapp und sich vor den Russen platziert. Also jetzt, wir sind nur noch Dritter und sind gerade nicht auf dem Weg, nochmal eine schnelle Runde zu setzen. So, nächste Zeit, 2 Minuten 5, Yannick Quiert ebenfalls nochmal. Der kontert die Norris-Zeit, setzt sich wieder an sein auf Tisch 1. Aber gut, wie gesagt, die Frage, was passiert. Und der Ricciardo, 1,59,8, der erste, der unter 2 Minuten geht. Da werden wir jetzt 2 Sekunden dahinter setzen, wenn die Runde passt, wenn die Kurve jetzt hier passt, die letzte. Keine Platzierung, es wird nur eine Zeitverbesserung geben und zwar auf 2,17. Und damit wären wir eine gute Sekunde hinter den unseren Vorderleuten. Wobei gefühlt jetzt die Runde auch schneller wird, so ein bisschen, weil oder wir sind einfach nur gut in die Runde gestartet. Also, die Sekunde, wir sind 2 Sekunden hinter Ricciardo. Wenn mir das Ding hochgeht, ist das auch egal. Dann kann man mit dem neuen Motor ins Finale gehen. Wir werden sowieso minimum noch einmal eine Strafe holen müssen. So,
Declare hat jetzt nochmal eine Bestzeit gerade gesetzt. Die habe ich aber jetzt auch nicht mitbekommen. Da habe ich in dem Moment der gute Jeff zugetextet hat. Jetzt wird es aber gefühlt besser. Weil die Runde gerade sehr gut wird. Von der Zeit her. Deswegen habe ich bewusst ein bisschen mehr Sprit mitgenommen. Na, viel verloren jetzt gerade. Das hat richtig Zeit gekostet, weil wir da schön in den Drift reingegangen sind. Die Frage ist, was wird das von der Zeit her? Nicht wirklich weiter vorne. Ja, jetzt kommen natürlich die bessere Zeit nochmal. Also wir sind momentan mit 2-1-2, haben wir nochmal eine halbe Sekunde nachlegen können. Aber wie gesagt, es wird nicht reichen. Aber es ist ja nur das freie Training. Es ist ja erstmal nur der Freitag. So, ich lasse den Ferrari da hinten mal ziehen. Der Vettel. Und Leclerc mit der Bestzeit. There's four laps of fuel remaining. Also, momentan 8 da, aber Magnus sich doch davor steht. Ja, wie gesagt, es wird nicht reichen. Es wird nicht. Wird wieder irgendwo hinten in der letzten Hälfte des Rennens werden. Ja, wie gesagt, mal gucken, bis dann am Ende im direkten Vergleich wird. Einfach wird es nicht werden. Und dann sind es am Sonntag 13 Runden hier in Singapur, 52 oder 51 ist das Original. 52 ist, glaube ich, die volle Distanz. Wir rutschen und rutschen und rutschen immer weiter zurück. Sind jetzt momentan schon auf 9, weil sich Pierre Gasly auf 7 geschoben hat. Fahrer vor mir. Magnussen ahead. Their best lap time is a 2:01.0. 2:01.00, also das ist jetzt gerade seine Zeit. Aber ich fahre jetzt brecht die Runde jetzt auf gegen die Box. So, ab in die Box damit. So. Dann ab. Zeit durchlaufen lassen. Wie gesagt, wir sparen uns hier einfach die ganzen Entwicklungszeit Dings für die Regeländerung der neuen Saison. Aber wie gesagt, hier werden wir nicht groß viel reißen. Das sieht nicht so gut aus. Und Hamilton wird noch eine Zeit fahren. Dann rutscht man zumindest noch einen Platz nach hinten. Und dann sind wir auf 20 und 22. Für mich gibt es doch nicht noch jetzt so eine Mega-Zeitfahrt. 21. sogar, ja. Ja, gut, egal. Und wir waren sogar schneller im ersten Sektor als viele andere. Aber verkackt haben wir es dann, glaube ich. Ja, verkackt haben wir es im dritten. Dann ist es dann Platz 22 für uns nur. Der letzte Platz hier in Singapur. Ach, ich sag ja, die Strecke, die mag ich überhaupt nicht. Die liegt mir 0,0.
Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Hamilton, Verstappen und Charles Leclerc. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja, so eine halbe Sekunde hinter Mick ungefähr. Naja, passiert. Egal. So. Alles gut. Na gut, ja, ist halt einfach so. Qualifying ist jetzt das Nächste, dann Gott sei Dank ganz trocken und ja, das ist ganz, ganz wichtig auf dieser Strecke vor allen Dingen. So, okay, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Session wieder, die heißt Qualifikationstraining. Und das machen wir morgen 14 Uhr. Bis dahin und tschüss.